dazu öffnen wir unser Script. Und machen eine neue Funktion. Void. Ja, wie nennen wir die denn? Give Cards. So. Ja. Semikolon sollte man natürlich nicht hinsetzen. Gut, Give Cards. Die Funktion rufen wir auf, wenn wir eine Taste drücken. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir die Taste sagen wir mal P für Play. Ja? P für Play. Dann rufe die Funktion auf. So. Momentan passiert dann natürlich noch nichts. Damit wir sehen, dass es aufgerufen wird, können wir zum Beispiel Hallo, Debug, Log, Karten werden ausgegeben. So, gucken, ob es funktioniert. Zack. Starten. Wir drücken P. Und Karten werden ausgegeben. Steht jetzt da unten. Gut. Öffnen wir wieder unser Script. Und wir haben hier unsere Karten in die Funktion Cards eingelesen. Hier. Haben wir da eingelesen. Nicht wahr? Gut. Und die müssen wir jetzt aber auch wieder auslesen. Und wir lesen die Karten ja von oben aus. Von dem obersten Stapel. Und wir machen es heute erst einmal ganz primitiv, also ohne die Regeln. Zuerst kriegen die Spieler die Karten, dann müssen sie setzen. Und dann werden die ersten drei Karten auf den Tisch gelegt, dann wird wieder gesetzt, dann kommt die nächste Karte, dann wird wieder gesetzt, dann kommt die letzte Karte, dann wird wieder gesetzt und dann werden die Karten aufgedeckt. Nein, wir machen es jetzt ganz primitiv. Es werden ganz einfach alle Karten gleich auf den Tisch gelegt. Das heißt, die Spieler bekommen ihre zwei Karten und auf dem Tisch werden die fünf Karten sofort ausgelegt. Und beim nächsten Mal behandeln wir dann gleich die Regeln, dass das halt zuerst die Spieler, dann die drei Karten, dann eine Karte, dann noch eine Karte und dann werden sie aufgedeckt. So machen wir das beim nächsten Mal und jetzt machen wir das erstmal ganz primitiv mit zwei Spielern. Da wir jetzt also sozusagen die ganzen Karten auf einmal aufdecken wollen und noch nicht überprüfen, wie viele Spieler vorhanden sind, machen wir das jetzt wie gesagt ganz primitiv. Und wir wissen ja, es sind momentan zwei Spieler vorhanden. Das heißt, 2×2 sind vier Karten und dann liegen noch die fünf Karten. Also neun Karten müssen aufgedeckt werden. Das heißt, int i gleich 0, weil wir fangen ja vom 0 an, bis i gleich 8, das müssen wir bedenken, das sind 9 Karten, und i plus plus. Das heißt, er zählt jedes Mal wieder hoch. Und so lange soll er die Karten ausgeben. Da werden sozusagen die ganzen Karten dann abgearbeitet. Gut. Also zuerst werden die Player-Karten ausgegeben. Okay. So.
Dann müssen wir die Objekte einlesen, also die Game-Objekte. Das heißt Card 1, Card 2 vom Player, vom Enemy und vom Pokertisch. Das machen wir jetzt in dieser Vorschleife. Und zwar machen wir das. Ja, wir machen es jetzt erstmal so, dass erstmal der Player die Karten kriegt, dann der Enemy und dann der Tisch. Was natürlich auch falsch ist, denn es wird ja immer nach und nach ausgeteilt und zum Schluss der Tisch komplett. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal nur das Grundprinzip, wie das denn überhaupt funktioniert, die Karten vernünftig auszulesen. Das heißt, wenn das I von der Vorschleife kleiner gleich 1 ist, das heißt 0 und 1, die ersten zwei Karten demnach, dann suche unser Game-Objekt mit dem String-Namen. Deswegen war es wichtig, dass wir hier das immer einzeln, also extra deklarieren mit E, P und T, weil sonst würde das gar nicht funktionieren. Das heißt, wir wollen jetzt unseren Player, das heißt, suche das Game-Objekt mit dem Namen P-Card. Leerzeichen. Dann wollen wir die Nummer, das heißt unser I, also plus, dann die Klammer auf, unser I, aber plus 1. Das heißt, bei 0, also bei I 0, wäre ja Karte 0, aber haben wir nicht. Das heißt Karte 1, das heißt plus 1. Wären wir also bei 1. Bei I 1 wären wir bei Karte Nummer 2. Das heißt also demnach I plus 1. Gut, also suche dieses Game-Objekt. Das müssen wir natürlich auch deklarieren. Unter Game-Object Player Cards. Und das wollen wir gleich mal zuweisen. Player Cards. GUI Text. Text. Und zwar ist gleich unser Cards I. So, das ist unsere Funktion. Und dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt haben wir hier unsere Karten. Card Manager. Hier sind unsere noch nicht gemischten Karten. Dafür drücken wir M. Jetzt wird gemischt. Und jetzt drücken wir P für Play und wir sehen, es passiert nichts. Karten werden ausgegeben, aber es passiert nichts. Warum? Oh ja. Kleiner gleich 8. Weil ist gleich, macht er nicht. Das ist ja eine Zuweisung. Das heißt, I ist gleich 0 hier und ist gleich. Bam. Nee, eigentlich keine Zuweisung, was erzähle ich für ein Mist? Ach, die Vorschleife wird so lange ausgeführt, bis die, solange die Bedingung wahr ist. Wenn sie falsch ist, springt sie raus. Und ist gleich 8. Das heißt, I ist gleich 0 und wird so lange ausgeführt, wie I gleich 8 ist. Ist es ja aber nicht, denn wir haben hier I gleich 0. So ist es richtig. Also deswegen hat es das nicht aufgerufen. Jetzt nochmal probieren. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Wir mischen unsere Karten und drücken P. Kreuz 4 und Blatt 4. Element 0, Kreuz 4. Element 1, Blatt 4. Genau, jetzt mischen wir nochmal. Herz 8 und 2 und drücken Play und Herz 8 und Karo 2. Es funktioniert also. So. Herz Bube, Herz 3. Also wir sehen, das funktioniert schon mal und jetzt machen wir weiter mit den anderen Karten. If I größer 1 und I kleiner gleich 3 müsste das jetzt sein für zwei Karten, ja,
Dann mache Folgendes. Und zwar suchen wir jetzt Game Object Enemy Cards. Enemy Cards gleich Game Object Find. Mit E Cards Leerzeichen plus. Jetzt müsst ihr wieder aufpassen. I ist bei 2. Nicht wahr? Denn wir sind größer 1. Das heißt, wir wollen aber bei 1 anfangen. Das heißt diesmal minus 1. Das müsst ihr immer bedenken. So, und dann kommt enemyCards.GUI-Text.text gleich Cards I. Testen wir gleich noch einmal. Wir gehen auf den Card Manager, mischen unsere Karten und drücken P. Und wir sehen, ich habe wahrscheinlich falsch gerechnet und irgendwo 0 Referenzobjekt. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Wir sind hier bei dem letzten Stufe 2. Nee, 1. Korrekt, 1 plus 1 sind wir bei 2. Hier sind wir größer 1, das heißt bei 2 minus 1 sind wir bei 1. Haut doch hin. Dann und kleiner gleich 3. Kleiner 3 sind wir ja. Wir sind im 2, das ist 1 und 3 ist minus 1 ist dann 2. Das haut aber eigentlich hin. Wo ist der Denkfehler? Das ist auf jeden Fall in dieser Reihe. Wir wollen i größer 1 und aber auch i kleiner gleich 3. Und wenn er kleiner gleich 3 ist, ja, wo ist der Fehler? I ist 2. So. Also mal hier drüber. Und sind aber hier auch drin. Und jetzt minus 1 sind wir bei 1. E-Card 1, E-Card 2. Wenn wir bei 3 sind, sind wir bei 2. Das stimmt doch. Ja, das stimmt. Aber das stimmt nicht. Nicht Card, sondern Card. Meine Güte, wird das wieder ein langes Tutorial. So. Mischen, ausgeben. Genau. Und nun haben wir Element 0, Herz Dame, dann kommt die 3, dann kommt die 10, dann kommt die 8. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Tisch. Das heißt, größer 3 und kleiner gleich 8. Und nun müssen wir hier rein theoretisch, wenn wir bei 1 anfangen wollen und größer 3 sind, also minus 3, dann sollte es funktionieren. Wir müssen hier aber noch ein T draus machen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Dann sind wir nämlich fertig mit dem Kartenauslesen. So, wir mischen unsere Karten und wir drücken P und dann wollen wir mal gucken. Herz 9 ist Nummer 1, Herz 10 ist Nummer 2, Karo 4 ist Nummer 3, Herz, die Kreuz Bube ist Nummer 3, Blatt 3 ist Nummer 4, Kreuz 5 ist Nummer 5, Kreuz 3 ist Nummer 6, Kreuz 2 kommt als nächstes, Kreuz 8 kommt da und wir haben alles richtig gemacht. Unsere Karten werden auch so ausgegeben. Das heißt, es funktioniert. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir das dann so, dass wir dann
nach und nach die Karten ausgeben. Gut, also bis zum nächsten Tutorial von mir.